So, Freunde. Ich bin jetzt immer noch auf dem gleichen Server. Die Sache ist geklärt. Ich habe mich jetzt im Spiel umbenannt, weil es war halt die Sache, er hat meinen Namen halt nicht erkannt. Aber es war halt auch, er hat halt Random Team Deathmatch gemacht. Und das hat mich halt aufgeregt, weil er ist ein Admin auf diesem Server. Und wenn du als Admin dann schon nicht deine eigenen Regeln einhältst, dann ist das schon scheiße. Haben wir uns ausgesprochen. Das komische 12-jährige Kiddy ist jetzt vom Server gegangen. Ich bleib halt hier. Das war auch nicht okay, was ich gemacht habe, dass ich einfach geliefert bin. Aber wir haben eingesehen, gut, wir haben beide Scheiße gebaut in der Hinsicht. Da meinten wir jetzt, ja, egal halt. Ich habe gerade nachgeguckt. Ich habe das Salz in meinem Inventar noch. Und das im Auto ist auch noch da. Wir sind jetzt in Sofia, fahren jetzt hoch zur Salzverarbeitung. Wir haben uns jetzt halt auch noch abgesprochen. Ich bin halt sein Informant. Er wird mir halt nichts mehr tun und ich werde ihm auch nicht auf den Sack gehen. Falls wir uns mal über den Weg laufen. Sowohl als wenn er Korps spielt oder als Zivilist. Das ist jetzt geklärt. Hoffe ich mal. Er wird jetzt nämlich immer nachgucken, wen er überfällt, und wenn er sieht, dass es mein Name ist, dann wird er mir schreiben, ja gut, fahr weiter, alles geht, alles gut. Weil, ja, das war halt ein bisschen scheiße. Aber ich denke, das wird jetzt alles geklärt sein. Hoffe ich mal. So, die 3 Kilometer fahren wir jetzt noch. Ich bin gespannt, wie viel das gibt. Ich habe ja jetzt nur noch 11.000. Bisschen wenig, finde ich eigentlich, ne? Also, ja gut, die Lizenz hat 10.000 gekostet. Das Auto hat 15.000 gekostet. Auch noch ein schlechtes Auto. Ich hätte mir eigentlich so ein SUV, so einen Geländewagen kaufen sollen, ne? Ah, kann ich alles haben. Wir werden noch zu großem Geld kommen. Hoffe ich mal. Mittlerweile habe ich das Auto auch ein bisschen mehr unter Kontrolle. Sagte er, während er gegen einen Baum brettert. Boom, Explosion, alles weg. Nee, so schlecht bin ich dann doch nicht. Ist eigentlich voll schön, die Map. Gut, die langen Strecken zu fahren ist ätzend. Aber es gehört halt mit zum Spiel. Es wäre auch scheiße, wenn du alles sofort nebeneinander hättest. Ich finde es so, wie es ist, eigentlich ganz gut. Ist das hier ein Weg? Hoffe ich mal. Mal nachgucken. Ja. Hätte aber auch Straße folgen können. Die erste Folge wird am 19. Nee, am. Ja doch, am 19. hochgeladen, weil ich da. Da kann ich halt anfangen, dann stelle ich das halt alles auf geplant. Weil ich habe Berufsschule. So Blockunterricht. Das heißt, ich bin mal über 2 Monate zu Hause und dann bin ich 3 Wochen in der Schule. Und da habe ich halt Internet wie, ja, weiß ich nicht, wie ein Stein. Einfach nix. Und dann. Ich hoffe, dass es so gut wie möglich klappt. Wenn das kein Video kommt, das ist scheiße. Aber das werde ich dann auf Facebook schreiben. Apropos auf Facebook schreiben. Ich habe jetzt Facebook. Tatsächlich. Also in der Seite, wo ihr mich adden könnt, ne? Nicht meine Privatseite. Die kriegt ihr nicht. Eine Like-Seite wird das, glaube ich. Ja. Wo ihr aber tatsächlich auch mit mir schreiben könnt. So, hier müsste der sein. Wo ist denn der? Da drinne. Da ist er.
Ja, verarbeiten wir das mal. Ja. Hoffentlich bringt das viel, ey. Ich finde, die Rebellenlizenz bringt einem jetzt noch nichts, und Waffen zu haben, weil es sind meistens so wenig Leute auf dem Server und das meiste sind immer Polizisten. Die kannst du gar nicht überfallen, das lohnt sich gar nicht, glaube ich. Also es kann auch sein, dass ich voll den Bullshit erzähle. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Processing. Hier müsste auch ein AirPod sein, ne? AirShop. Ich kann nicht fliegen. Ich muss mal dann den Lars fragen, ob er mir Flugstunden gibt. Das Silbermine. Ich habe hier vorhin schon den Salt Trader gesehen. Aber ich habe ihn wieder verloren. Typisch halt, ne? Drug Dealer. Der müsste aber hier eigentlich in der Nähe sein. Ist voll der Scheiß, dass das genauso lange dauert, als wenn du nur zwei, also mit 11 genauso lange dauert wie mit 2 oder sowas, ey. Ne, war der Salt Trader nicht irgendwo hier? Boah, ich habe eine Map-Kenntnis, ne? Das ist ja schlimm. Marihuana, Garage, Shop, Rebellenautos, Post. Steinverarbeitung. Heroin. Salt Trader, was ist hier? High Control. Feuchtkleber. Ah, da ist er. Ah, ich bin richtig gut. So, ist jetzt noch irgendwas Salz? Salz. Nope. Dann können wir als Fahrer einsteigen. Dankeschön. Tschüss, Salt Trader. Processor meine ich natürlich. Auf die nächsten Male. Hoffe ich mal, wenn das viel bringt. Wenn nicht, kannst du mich mal am Arsch lutschen. Oh, sind ja nur 8 Kilometer. Soll ich mal am Highway Control lang fahren? Ja, muss ich, glaube ich. Da fahre ich hier. Hier. Ja, ich fahre da mal lang. Hab ich gerade irgendwie Lust drauf. Vielleicht ist Lars da ja. Bitte sagen Sie mir, dass ich den Timer angemacht habe. Nein! GW. Ich hatte eigentlich vor, altes Folgen so immer bis zu 20 Minuten zu machen, weil ich hier bei mir zu Hause halt Gammel-Internet hoch 100 habe. Und dann lade ich das immer über Nacht hoch, so. Und wenn ich da jetzt eine 5-Stunden-Folge habe, dann ist es auch nicht gut. So wie bei LOL, was auch noch kommen wird. Haha. Ja, hab extra einen neuen Account gemacht. Nur die 3 Bot-Games habe ich nicht aufgenommen. Aber das wird immer so ab und zu am Wochenende kommen. Gibt's einen Grund, warum der Scheiß schon wieder so laut ist? Das kotzt mich richtig an. Was soll das? Hoffentlich war. Oh! Damn you! Vielleicht sollte ich ohne Witz das nächste Mal bremsen, ey. So ein Dreck. Naja, machst du ja nix, ne? So ist das Leben. Ah, ich nehme das gerade am 12. auf. Das ist ein Montag. Es ist 21.50 Uhr. Gleich kommt Zirkus Halligalli. Freue ich mich drauf. Ist voll die geile Sendung. Ja, schön. Los, jetzt. Ich fahr falsch, ne? Ah, warum fahre ich hier lang? Ah, eigentlich müsste ich mir so. Ich hab doch ein GPS eigentlich, ne? Halt an, Florian. Wir haben nämlich kein Toolkit mehr. Achso, kann ich jetzt gar nicht. Ich müsste. Ja, ich kauf mir jetzt da.
Hier. Beim Supermarkt. Das ist bestimmt eine Bank. Kauf mir doch mal ein GPS. Kann ja nicht angehen, dass ich hier unten rechts keine Minikarte habe. Das kotzt mich an. Aha, kann ich gar nicht sehen hier. Okay, warte. KN, was heißt KN? Schulizenten. Goldhändler, Goldhändler. Genosche. Hier müssen wir hin. Wie kommen wir da hin? Hier, einfach rechts gleich. Genau! Bin mal gespannt, ob hier von auch eine Standalone kommt. Wie bei DayZ. Hoffe mal ja, weil das Spiel, das hat mich richtig angesackt hier. Das ist echt geil. Ja, ich weiß, dass meine Mikroqualität auch noch sehr minderwertig ist. Das liegt daran, dass ich noch kein Großmembraner habe. Der wird aber auch noch kommen. Das ist sicher. Denke ich mal, ja. Doch, gehe ich von aus, ja. Ups, Vorsicht. Oh. Der Last ist gar nicht mehr online. Okay. Egal, wir fahren trotzdem dran vorbei. Ja, die haben eine 25er Zone gemacht. Weißt du, das ist gar nicht möglich. Ich muss glaube ich erst zur Bank, ne? Ich habe gar kein Bargeld. Weißt du, 50 kann man ja noch einhalten, aber 25 ist echt. Kannst auch übertreiben. Wie teuer ist denn das? Nehmen wir mal 1000 mit. Oh, ich denke jetzt schon wieder 14.000 her. Das ist so krass, du kriegst alle 5 Minuten 750. Du brauchst ja eigentlich nur irgendwann mal eine Stunde rumstehen. Und schon hast du Arsch für Kohle. Alter, wieso ziehst du nach. Hey. Manchmal zieht das Auto einfach nach rechts. Was soll das? Oder nach links? Was war denn jetzt super hier? GPS. Bowie. Werkzeugkasten. So, jetzt habe ich doch ein GPS. Toll, jetzt habe ich sogar zwei oder was? Ja, lass ich das halt liegen. Aber wieso habe ich denn keine Map? Unten. Oder muss ich die irgendwie anmachen? Q, R, T, Z, U. E. I, ah ne, I war O.
P, D, F, G, H, J, K, L. Ach so, ja, das waren die. B, N. Oh. Verstehe ich nicht. Ist zu hoch für mich. Nix. Hab ich keine Map. Also kleine Rechtschreibung FTW. Gucken, ob der überhaupt antwortet. Nee, ich habe gerade noch mal gekauft. Ja, vielleicht kann der nette Mensch mir helfen. Da düsen wir jetzt mal ganz schnell hin. STRGM. Vecchio ist wieder da, aber zu weit oben. Ja, darum werde ich mich dann offscreen kümmern, dass das mal alles so ein bisschen geordneter ist, also die Map und so. Weil das kann nicht sein, Alter, jedes Mal auf die Map gucken. So kann ich wenigstens sehen, wo ich hinfahre, auf was für einer Straße ich bin oder so, Alter. Aber es muss halt hier unten in die Ecke. So, vielleicht ein bisschen langsamer hier. Weiß gar nicht, was ist denn hier für eine Zone? Das steht ja extra überall. 50, ja. Also, guck mal, da. Oh, ich hab noch Zeit. Ich kann mich noch ausrollen lassen. Mit 100 da jetzt lang ist nicht so gut. Hoffentlich ist da keiner. Ey. Muss ich aussteigen, mir die Türen aufmachen. Hallo? Na gut, ne? Dann nicht. Ma. Guten Tag. Servus. Wie öffnen Sie Schranken? Sehr nett. Ja, mach auf hier. Fuck the police! Dankeschön. Jetzt muss ich hier mit 50 lang tuckern. Dass der nichts gesagt hat, dass ich einfach so bei ihm hier gedingst bin, ne? Durch sein Hauptquartier gefahren bin.
Wo? Fuck the police! Ey! Nein, gibt doch nette Polizisten. Jetzt habe ich noch keinen kennengelernt, aber die gibt es bestimmt. Ach ja, gut, ich verlasse das. Ist ja gut, dann kann ich ja so schnell fahren, wie ich will, oder was? Ich dachte, es wäre mit mir. Die Dinger fahren so schnell, ne? Die fahren ja bis zu 300. Habt ihr gesehen, wie vorbildlich ich war? Ich bin extra an die Seite gefahren. Und deswegen habe ich auch meint, ne, ich wollte hier lang. So, mach da mal. Oh. Oh, Jesus, ich hab noch eins dabei. Ah ja, manchmal hasse ich mich schon mal selber, ey. So viele Tukels, wie ich da reingesteckt habe, da hätte ich mir schon ein neues Auto kaufen können. Na, komisch, dass der mich nicht durchsucht hat. Ich meine, was ist denn auf der Seite? Ja, ich hätte Heroin? Nee. Ich hätte nichts Illegales abbauen können, aber ich hätte Heroin dabei haben können. Ist er bei mir? Der will nicht mich abfacken, oder? Aber Dings ist ja eh nicht illegal. Nein, Florian, du fährst jetzt über Wege. Lol, wie mein Charakter da drin chillt. Ist eingeschlafen. Auch nicht schlecht. Los, das machen wir jetzt noch schnell. Folge eigentlich vorbei, aber ey. So, das halte ich davon. Kostet schon wieder 750. Von 11.000 ohne irgendwas zu verkaufen, habe ich jetzt irgendwie 3.000 gemacht, ohne irgendwas zu machen, ey. Das ist so krass. Na gut, die Sachen sind hier aber auch auf dem Server extrem teuer. So eine Rebellenlizenz für 150.000 ist schon mal nicht gerade billig, möchte ich meinen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal unten im Chat gelesen habe. Manchmal steht da News. Ich weiß auch nicht, ob das auf anderen Servern so ist. Ich spiele noch nicht so lange. Aber da stand irgendwann mal News. Und dann Öltanker versunken. Und dann ist der Ölpreis hochgegangen oder runter, je nachdem. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Danach kannst du dich so orientieren, was du gerade farmst. Wenn du halt natürlich das meiste rausholen willst. So, Salztrader. Der müsste ja hier sein. Wieso töten die sich denn die ganze Zeit? Gibt's ja auch ein Tor. Ah! Das ist doch scheiße. Ah, jetzt steht das Auto im Weg. Weg. Hör auf.
Oh, das arme Auto. So, wo ist denn der? Da steht er. Okay. 16 verkaufen. Warte mal. Oi, das ist eine Menge. Verkaufen. Ey, warte. Die hat er doch jetzt nicht verkauft. 10. Kaufen. So. 23.000. Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. 23.000 Markt. Silber, Kochsalz. 900 pro Stück, wa? Gott, Diamanten bringen 3.000, Eisenbarren, Öl. Öl bringt natürlich mehr. LSD. Heroin. Okay. Kokain. Marihuana. Schildkrötenfleisch. Wow! Wie du mit Diamanten am legal am meisten machst, ne? So, das werde ich jetzt offscreen noch schnell zur Bank bringen. Aber die Aufnahme ist hier beendet. Ciao!